is key elements in this experimentation here. We have the table, yeah? The milk in the glass, broken. Ah, I see problem. Oh, and it seems to be a... I must do some experiments, I think. Yeah. And they will sort this out. And when my head is okay, then, my lord, we will see who uses the duct tape. Alright. Die haben angefangen, aber Salia hat es auf brutalste, schmerzhafteste, mit einem Maß an unnötiger Gewalt sowie ihrem Hang, anderen Schmerzen zuzufügen, beendet. Nee, ist klar. Genau, das ist genau... Genau beschreibt es mich. Too easy, verrückter Wissenschaftler. Yes. Seems really crazy. Okay, vielleicht doch erst den schmutzigen Weg aus Gründen. Genau, ich wollte gerade fragen. Obwohl, jetzt bin ich gerade hier. Jetzt gucke ich auch hier. Ohne euch wüsste ich das ja nicht. Dann wäre ich vielleicht auch zuerst hier hingegangen. Merke ich dann gleich, wenn ich hier nicht weiterkomme. Aber ich wollte gerade fragen, ist das Spiel denn linear eigentlich so im Großen und Ganzen? Oder ist es offen? Also habe ich tatsächlich irgendwann die Wahl zwischen mehreren Wegen? Oder muss ich tatsächlich immer rausfinden, ne, um da weiterzukommen, muss ich erst da und dahin und so? Ah, ja. Nice. Was passiert denn hier gerade? Was? Say, little fella, you better get this fat-ass bitch off of my back, pronto. Gee, so many people around here want me to solve their problems. What are you gonna do for me, then? I'll tell you what I'm gonna do. I'll tell you what I'm gonna do. You get rid of that freaking mouse critter, and maybe I'll help you out. Just maybe. Oh, just one more thing. Just one more thing. You make one into my friend, Burt. Just mention my name, Jack, and everything will be just dandy. Alright. Randy Dandy. Okay, vielleicht brauche ich irgendwie eine Nasenklammer oder sowas, damit mir hier nicht mehr schlecht wird. Ja, das ist nicht ganz meine Art Humor jetzt hier. Sowas. Mit der furzenden und rüpsenden Ratte. Nicht unbedingt. So, was haben wir hier? Ah. Okay, Käse. Hi, you must be Burt. Ah, das ist Burt. Jack sent me. I'm opening for you here, and you can get on what is everything you're trying to do. Okay, ich brauche Käse für die Ratte wahrscheinlich. That's all you do? Great. Also später war es, glaube ich, sehr linear. Okay, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die man überspringen kann, aber ansonsten linear, ist aber auch ewig her. Die Ratte hat wohl was Schlechtes gegessen. Bekannt aus Super Mario und... Super Luigi. Was? Achso, die Blöcke hier oder was? Sind bekannt? Hey, Schoki! Hier mal außen rum. Exploration, Exploration. Oh, Fallschaden! Fallschaden! Ich hasse Fallschaden! hier lang gehen? Nee, ne? Ach, nee. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung gehen. Aber hier der Burt hat, glaube ich, auch gerade so ein bisschen genuschelt. Das erinnerte mich schon wieder an das komische, nuschelnde Kind aus Beast Quest, das wir zuletzt in dem Dorf getroffen haben. Oh no! Oh, no way. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen wahrscheinlich, weil ich erst in die andere Richtung gerannt bin. Come back! Oh, wait. Just saw something. Dibby-dibby-doo, it's gonna be you. Oh! No! Hm. Käse für die große Ratte, genau. That was nice. Ooh, I'd like another of those, if that's okay. Sure. Und, danke, Ossel, dass du den Kommentar zugelassen hast. Da hat der Automod die Ratte gesperrt. Bei dem Fallschaden hoffe ich nicht, dass Salia über ihre eigenen Füße fällt. Ah, es könnte passieren. Oh, ouch. Oh, come on. You have to be kidding me. Hm. Fetch Quests, ja. Beim Keller sperrt der Automod auch immer das Wort Hund. Echt? Okay. I'm dead. First dead. Conker's Bad Fur Day. Conker, yes, you boy. You're dead, dead. You are dead, 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 dead. Yes, flat like a pancake. Enough of this bloody ridiculous contraption. Whose idea was this anyway? Right. Hello. My name's Greg. Greg. The Grim Reaper. Don't laugh. Aren't you a little shocked to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Well made. Now, let's see. Ah, yes. Conker. Surname? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell. You would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why? Is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. It's like those bloody cats. Such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yes. Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. I don't even get paid very much. Apparently, squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. So I'm not dead. You're dead, but not quite. Right. Well, I'll be off then. Just you wait, smartass. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right. Distributed around your little world are these tail things. Squirrels' tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Well, sounds a bit strange, but okay. Strange? The best bloody deal you're going to get, you little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Bloody things. I hate those bloody cats. The way they meow and they piss everywhere and their shit smells just bloody awful. All of them. Okay. Was, wenn ich alle verbraucht habe? Ich kann mir nämlich nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das passieren könnte. Ich mag Greg nicht, meine Katze nebenbei auch nicht, kann ich mir vorstellen. Ausgekonkt. Greg getroffen. We just met Greg. Alright. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Achso, wir sind hier, wo die Käsegeschichte war. Okay. Wie viel Schoki haben wir denn jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht. No! Ah, come on! Die ersten Male bin ich da immer durchgekommen. Jetzt nochmal mit dem sprechen. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Wahrscheinlich muss ich erst mit dem anderen drüben nochmal sprechen, ne? Okay, ich gehe jetzt mal weiter. Nee, der mag keine Katzen. Die machen halt unnötig viel Arbeit, wenn sie 9 Leben haben. Spricht nicht mit uns. Oh! Was ist das? Ich höre Geld rufen. Oh. Okay. Oh. Okay, ich höre Geld rufen. Ist das die? Das ist die mit der Oberweite, ne? Ich sehe da schon so, so angedeutet, aber noch schämt sie sich ein bisschen. Skip. Meinst du, Salia, ich bin mir da nicht so sicher. Man sollte mal einen Blick genauer drauf werfen. Das werden wir ja sicher noch tun. Da bin ich mir fast sicher, dass sich das ergeben wird. Hi, you must be Burt. I'm Burt. Jack sent me. I'm opening. No. I'm sorry, cheese. That was nice. Ooh, I'd like another though, if that's okay. So, jetzt aber. Marvelous. One more should just about do it. Come on. Die Ratte wird dicker. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Jede Zwischensequenz enthält einen Hinweis, was zu tun ist. Achso, jedes Mal, wenn ich ihren Käse bringe, muss ich noch irgendwas anderes tun, weil das sonst nicht ausreicht. No! Ah! Ah, something's happening. Uh-oh. Oh no, I think I've had too much. Oh, cool. Schon wieder ein Mord, ja. Hä? Das ist alles, was er uns sagte. Wahrscheinlich können wir jetzt über die beiden hochklettern. Ich habe mich schon gefragt, wie denen das hilft, wenn die Ratte weg ist. Aber ja, der weibliche Block hier... Dieses typische, eine Ratte, ich stelle mich irgendwo drauf. Deshalb stand sie auf ihm drauf. Das war mir nämlich gerade gar nicht klar, warum die Ratte die beiden stört. Aber ja, sie ist wegen der Ratte, hatte sie Angst wahrscheinlich. Ist das der richtige Weg? Ah, das Tor öffnet sich, okay. Warum passiert das auch immer, Tier? Ich kann nichts dafür. Money, money, money. Yeah, I think the round's on me. I'm gonna get tanked tonight. Ah, da oben ist das Geld, das wir eben gehört haben. Da hinten. Über der Sonnenblume, die stand da drüben. Der hat eben gerufen. Okay. Kann ich da nicht irgendwie auch hoch vielleicht? Da ist eine Leiter. No! Ah, come on! No! Oh. Wo war denn das Tor jetzt eben? Hab ich schon wieder vergessen. Falls dir wirklich die Leben ausgehen sollten, das Spiel hat wohl Cheatcodes, aber du hast Dark Souls durchgespielt und du wirst das hier sicher auch packen. Da bin ich mir nicht so sicher. In Dark Souls hatte ich ja keine begrenzte Anzahl an Leben. Zum Glück. Ah! Come on! Ich mach mich mal einen schönen Abend noch. Sehr witziges Spiel auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du reingeschaut hast, Espa. Und wir sehen und hören uns die Tage. Und du schuldest mir da noch eine Information. Du würdest es mir doch erzählen, nicht wahr? Wenn es so wäre. Du weißt schon, was ich meine. Also schlaf gut, träum was Schönes. Und ich weiß nicht, feierst du morgen Karneval? Oder wie auch immer man das nennt, wo ihr alle so herkommt. Auch wenn Karneval das einzige richtige Wort dafür ist. Es gibt ja Leute, die nutzen andere Wörter dafür, die komisch klingen. Also wenn dem so ist, dann auf jeden Fall viel Spaß. Und das geht natürlich für alle. Viel Spaß und passt auf euch auf. Oh, come on. Okay. Ah. Wo ist denn die Tür hier, zu der wir hin wollten? Jetzt hat sich die Schokolade in die Rippe gebrochen. Genau. War die Tür hier bei dem Käse oder? Knapp. Nein! Au! Nee, hier war es nicht. Wo war denn die Tür? Respawnt die Schoki da oben. Ja, also die eben auf dem Dach ist auf jeden Fall mehrfach wieder da gewesen. Ja, die kommen schnell wieder. Tatsächlich. Was ist denn hier unten? Och, bitte. Ich kann ja gar nichts. Ich kann ja überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das Tor war im vorigen Bild, ne? Also in dem... Ich gehe mal zurück. Guckt der böse oder entschlossen? Bin mir da nicht so sicher. As I have done, most particularly, you will see Squirrel. That there is a gap. And we are not talking any old gap here, my lord. It is a sizable one. Now, milk goes here. What happens? We have the fulcrum here, the milk here. The weight problem, not good. Milk falls off because of a gap. Yeah, that is what is the problem. The gap. I think I see. And the solution? Ah, now this is where it gets complicated. Obvious. I was mulling over what would fit in the gap. I tried many things. I tried elephants, pot plants, many things. But the one thing, and I was sure of it at the time, I was sure it was a rodent. Sure enough, it was. This one. Various Squidstalius, to use the proper vernacular. To the layman, the red squirrel. This red squirrel. Yes. Squirrel. I've heard of them. Yes. So it's a simple Malish. We need a squirrel. And we put him here. You know, spill your milk, we don't get duct tape. Gentlemen. Yes, gentlemen. Get me one of these red squirrels. Yes, Miley. Okay, wir sollen als Tischbein genutzt werden. Hey, I like that. How you doing? Hi, hi, how you doing? Come in now. Yeah, sit down, what do you want? Oh, this place really smells. Well, if she were like dung beetles and you'd hold a poo around, knows what's for. Oh, really? If you want some, poo, alright, get your ass in there. There's these cows. Get them in there. Get them to crap, and I'll make you a bowl of poo. And you can do what the hell you like with it. Go on your bike. You still here? Oh, charming. Okay, was sollen wir da hinpacken? Ah, ja. Ach so, ist das die... Ist das die Scheune, in die wir reinkommen sollten? Hat der Block nicht eben gesagt, wir wollen in die Scheune rein? Money! Where are you, Money? Nintendo das damals durchgewunken hat. Ja, es ist halt eine andere Zielgruppe irgendwie. Na. Wie weit komme ich denn? Wie weit kann ich denn springen? Bis dahin bestimmt nicht. Bis dahin aber wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich soll dahin. Und hier springen wir nach vorne vom Seil weg. Ich habe gerade, ich glaube Hobbit war das, ne? Habe ich im Kopf, da sind wir immer nach hinten gesprungen. Da mussten wir uns immer so drehen, dass das Ziel hinter uns lag. No. Oh. Ugh. Ugh. Oh, come on! No! I'm an idiot! Hey, over here! Wo ruft der denn schon wieder? Ich hoffe weiter oben. Wir haben Vertrauen in dich. Oh! Don't do this. Don't trust in me. Going to be disappointed. Ich sehe Salia nur, wie sie runterfliegt, doch wann kommt sie an? Ich weiß nicht, ob ich Schokolade trauen würde in einer Umgebung, in der alles... Ja, ich möchte die hier jetzt auch nicht unbedingt essen, tatsächlich. Okay, ich glaube, ich soll da hoch. Camera! No! just came from there. Ah, yeah, precision jumping. Lady No Skill. Achso, habe ich voll Schoki? Bin ich voll Schoki? Ich mag nicht laufen, mein Bauch ist voll Schoki. Wait a second. I have to go. Where do I have to go? Komme ich denn da hoch? An dem Seil komme ich doch gar nicht bis dahin. Das Geheimnis von Plattformspielen besteht darin, alles zu erkunden. Ja, ich muss mich mal so umschauen, dass ich sehe, wo ich hin muss überhaupt. Das ist mir nämlich tatsächlich gerade nicht klar. Ist das nicht das Game, wo der größte Gegner die Kamera ist? Eines davon scheint mir auch so. Also, das wurde irgendwie über Dark Souls auch schon gesagt. Die Kamera und Gravity. Und ja, hier, also hier finde ich die Kamera auch ganz furchtbar, vor allem, weil sie sich auch noch anders steuert als in nahezu jedem anderen Spiel. Ist die Kamerasteuerung genau invertiert und ich kann sie nicht rumdrehen. Which way to go? I don't know. Oh. Oh no! Man! Come on! I have to go there inside the slicky mud. Wahoo! Like Goofy. Wahoo! Ach Mann, ey. Das erinnert mich, dass ich mal wieder Assassin's Creed 2 spielen könnte. Ist die Kamera da auch so furchtbar? Ich erinnere mich nicht mehr. Assassin's Creed 2 ist tatsächlich einer der wenigen Teile, die ich gespielt habe. Das war mein erstes Assassin's Creed. Okay, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Das heißt noch lange nicht, dass ich da ankomme. Genau, und Unity habe ich gespielt, richtig. Das war mein erstes Let's Play auf YouTube. Meine ersten Videos waren Assassin's Creed Unity. Einfach weil das zu der Zeit gerade erschienen ist, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen. Ich warte nochmal kurz. Mario 64, would like to join the conversation. Achso, wegen der Kamera. Okay. Da habe ich das gar nicht so in Erinnerung. Also, Mario 64... ist tatsächlich wiederum eins der wenigen Spiele, die ich mehrfach durchgespielt habe. Ich bin ja nicht bekannt dafür, Spiele durchzuspielen. Aber Mario 64 habe ich mehrfach durchgespielt. Mit 120 Sternen, selbstverständlich. So, und jetzt müssen wir darüber. Da müssen wir hin. Na, oh Mann! Der letzte Zentimeter, den darf ich nicht noch runter. Ich vertraue nicht, dass ich da reinspringen kann. Come on! Das ist schon wieder wie Dark Souls. Ich muss alles nochmal machen. Außer, dass ich zwischendurch nicht sterbe. Aber ich muss alles zigmal wiederholen. Und wo ist das Geld, das hier die ganze Zeit rumschreit? Where's the money? Hey, over here. Stimmt, da oben drauf, aber da oben drauf komme ich, glaube ich, nicht. Ja, wahrscheinlich komme ich da oben. Wenn ich da unten reinkomme, komme ich da oben raus und dann komme ich auf den Balken, könnte ich mir vorstellen. So, ist ein gutes Game. Hast du versucht? Hast du versuchen sie im Wasserfall? Yes, I try to jump over there. But every time I think I have to go just like a little bit further down and then the rope suddenly ends. I'll try to jump jetzt. Next time. Jetzt. Jetzt next time. Mario 64 habe ich auch oft und gerne gespielt. Letztens erst wieder angefangen, vor einem halben Jahr oder so. Und es ist schrecklich, echt. Ich kenne jemanden, der das auch tatsächlich jetzt immer noch regelmäßig streamt. Dann auch mit irgendwelchen komischen Challenges und was weiß ich was. Oder so Speedrun-mäßig oder so. Die Kamera. Coping with that camera. So, this time. Ah, okay. So geht's. Ich dachte, wenn ich zu weit vorne lande, werde ich mit runtergespült oder so. Phew, did it! Legendenspruch. Nice to meet you erstmal. Hattest du alle 120 Sterne gesammelt? In Mario 64 auf jeden Fall. Auch durch, aber nie Yoshi gehabt, auf dem Dach zu kommen. Achso, ja, wenn du... Ich glaube, wenn du alle... Ja doch, wenn du alle Sterne sammelst, dann geht draußen, da wo du ganz zu Anfang angefangen hast oder so, geht eine Kanone auf, die dich dann aufs Dach schießt. Ah, right. Don't see any poo here. Oh, hey, excuse me. Hello. Yeah, you. Hello. Hello there. I'm looking for some poo. I know it sounds pretty strange, but... Uh-oh. Red. Red. I don't like red. I hate red. Go away. Whoa. Take it, he doesn't like red. What? I don't see anything red around. Oh. Here we go again. Okay. Ich darf wahrscheinlich nicht in die Mitte. Kann ich mich nie einfach... Ah. Kann ich mich nicht einfach hier in dem Dreckwasser suhlen oder so? Prune Juice. Aha, aha, aha. Warte mal, kann ich da drüben auf den Balken drauf? Nee, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ja. Dieser OST einfach zu gut und emotional. Der wahre Endgegner bei vielen N64-Games war der Analogstick. Ja. Boah, der Analogstick, wenn du Mario Party gespielt hast. Was ich Blasen an den Händen hatte. Muss ich ihn hauen? Genau, Mario Party, richtig. Boah, ich hatte so Blasen an den Händen. Oh, come on. Ist das ein Bosskampf? Kann ich den Stier überhaupt wegkriegen, oder? Oh. Bad Fur Day, Bad Idea Day. Das ist ein Bulle, wir brauchen Q-Code. Ah. Oh, i, ah. Ah. Man könnte es, glaube ich, jetzt eine Art Boss bezeichnen. Da muss aber erst noch was passieren. Okay. I see. Ich weiß noch nicht was, aber... Ja, vor allem mein Cousin, der den Controller durchgenudelt hat, dass du danach so spielen musstest, dass mir die Finger wehtaten, weil er ausgeleiert war. Nintendo hat ja beim Remake von Mario Party nach Games rausgenommen. Manche Games rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube Mario Party 1, 2 und 3 hatte ich damals. Wobei mein Teil 3 aus irgendeinem Grund auf Spanisch war und ich somit überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und weil ich halt kein Spanisch verstanden habe zu dem Zeitpunkt, konnte ich auch nicht irgendwie in die Optionen gehen und es umstellen, weil ich gar nicht die Option dafür gefunden habe. Now, logic would denote that something that drinks that is gonna get the screaming squits. Hmm. Ah, that looks distinctly like a target. And there we have a ball. Yes, I think I get it.